eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es rund um das Thema Still-BH gehen. Ich bin vor einiger Zeit von einer Firma angeschrieben worden, und zwar von Bravado. Die gehören inzwischen zu Medela. Medela ist, denke ich, für jeden ein Begriff, zumindest für Frauen, die stillen wollen oder es tun. Ich bin gefragt worden, ob ich denn einen Still-BH testen möchte. Da habe ich natürlich gleich ja gesagt, da ich auf jeden Fall ja stillen wollte und dieser jetzt auch tue, und zwar voll. Von daher ist bei mir eigentlich jeden Tag ein Still-BH im Einsatz. Da ich fast 5 Jahre Beratungserfahrung eben in dem Warenbereich Nieder- und Tagwäsche habe, gehe ich mal davon aus, dass ich dann ja 2 BHs jetzt dann doch unterm Strich testen durfte, was mich natürlich sehr gefreut hat. Bevor ich auf die beiden Modelle eingehe, möchte ich generell noch was zum Still-BH sagen, und da legen wir jetzt direkt mal los. Man stellt sich oft die Frage, wann kaufe ich denn am besten einen Still-BH? Generell hört und liest man überall, dass man das vom 8. Monat auf keinen Fall tun sollte. Da ich jetzt die Testerfahrung habe der Bravado-BHs, würde ich auf jeden Fall sagen, sind von Bravado auch Modelle schon während der Schwangerschaft tragbar, auf alle Fälle. Warum, sagt man generell, sollte man keinen Still-BH in der Schwangerschaft kaufen? Das liegt ganz klar daran, dass die Brust ja zumeist von Anfang an in der Schwangerschaft wächst und noch lange nicht die Größe eben erreicht hat, trotz allem, die sie dann 2 bis 3 Tage nach der Geburt, eben wenn der Milcheinschuss kommt, eben dann hat. Von daher wird das eben gern abgeraten. Aber wie gesagt, Bravado-BHs sind da auf jeden Fall tauglich für. Beim Kauf eines Still-BHs sollte man generell einfach darauf achten, dass er breitere Träger hat und ein verstärktes Unterbrustband, wie auch verstärkte Seiten- und Rückenbänder. Da die Brust sehr oft spannt und schmerzt in der Schwangerschaft, sollte man da auch darauf achten, dass man vielleicht da auf ein anderes Modell ausweicht, und zwar auf ein Modell, das eben keine Bügel hat. Außerdem ist es gut, wenn ein BH mehrfach verstellbar ist, gerade eben im Rückenbereich, denn der Bauch wächst ja permanent und das drückt dann auf den Bauch und das ist sehr unangenehm. Ich habe es so in der Schwangerschaft gehandhabt, dass ich mir eine BH-Verlängerung zugelegt habe. Die ist jetzt auch bei Bravado mit dabei. Deswegen kann ich euch die jetzt mal zeigen. Die andere habe ich jetzt am anderen BH noch dran. Aber ich denke, das kennt fast jeder, würde ich mal fast sagen. Wenn nicht, dann kennt ihr es jetzt. Das ist auf jeden Fall auch eine Variante. Wenn die Cups noch nicht größer geworden sind, aber eben der Umfang schon weiter sein sollte, kann man mit so einer BH-Verlängerung arbeiten. Das ist eine kostengünstige Alternative als zu einem direkten Neukauf. In der Schwangerschaft, wenn man sich einen neuen BH kauft, sollte man darauf achten, dass man wirklich genug Verstellmöglichkeiten hat, damit man nicht gleich wieder lostippeln muss und einen neuen Still-BH bzw. ja, oder Umstands-BH kaufen muss. Der Unterschied noch generell noch zum Thema Umstands-BH und Still-BH ist eigentlich nur der, dass der Umstands-BH nicht diese Stillfunktion hat. Ansonsten sind sie eigentlich identisch. Ein paar Punkte sollte man unter anderem auch noch beachten beim Kauf von einem Still-BH, und die gehen wir jetzt einfach auch noch schnell durch. Zum Thema Sitz- und Tragekomfort. Hier sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass er nicht zu eng sitzt und nirgendwo eindrückt, denn das kann dann in der Stillzeit einen Milchstau verursachen, was dort schlimmere Folgen haben kann. Außerdem sollte man beachten, dass auch noch die Stilleinlagen einen Platz in den Cups finden. Sicherlich gibt es heutzutage sehr dünne Varianten, wie zum Beispiel die von Lansino. Die muss man nicht unbedingt einkalkulieren, aber die regulären Stilleinlagen sind doch etwas dicker und benötigen etwas Platz. Die Frage mit oder ohne Bügel ist, denke ich, eine individuelle Frage. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Oft ist es ja so, dass man, wenn man eine größere Brust hat, etwas mehr Halt benötigt. Da ist ein Bügel natürlich dann die bessere Variante. Man kann ja auch sagen, dass man tagsüber dann ein Modell mit Bügel wählt und für die Nacht eben eines ohne Bügel. Wobei, wie gesagt, die Brust ja oft spannt und druckempfindlicher ist in der Schwangerschaft. Deswegen, ja, sollte man darauf achten, vielleicht dann doch auf ein Modell zu gehen, das einen höheren Tragekomfort bietet. Und das ist zumeist ein Modell ohne Bügel. Außerdem hört und liest man sehr oft, dass ein Bügel-BH, also ein Still-BH mit Bügeln, eher einen Milchstau fördern kann als ein Modell ohne. Das muss aber jeder selber für sich entscheiden. Dann hat man noch die Wahl für ein Modell mit Schale oder ohne Schale. Ich habe jetzt beides auch von Bravado testen können. Man hört da gerne immer, dass da das Stillen nicht ganz so einfach funktioniert, wie wenn man ein Modell hat, das ohne Schale ist.
Ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen, dass bei den Bravado-BHs oder zumindest bei dem Modell, das ich getestet habe, das nicht der Fall ist. Also man konnte die Cups wirklich sehr einfach runterklappen und sie haben überhaupt nicht gestört. Aber ich denke, das ist auch von Modell zu Modell unterschiedlich, beziehungsweise von Hersteller zu Hersteller. Das Thema Stützfunktion ist auch noch ganz wichtig. Für einen guten und rückenschonenden Hals sorgen Still-BHs, die breitere Träger haben, verstärkte und breitere Unterbrustbänder, Seiten- und Rückenbänder. Denn die Brust wird schwerer in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, ganz klar, dann eben auch nochmal. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall drauf achten. Zum Material ist zu sagen, da hat man zumeist die Wahl zwischen Baumwolle und Mikrofaser. Baumwolle ist eben sehr weich, anschmiegsam und sehr saugfähig. Und die Mikrofaser hingegen ist auf jeden Fall sehr atmungsaktiv, auch sehr weich und auf jeden Fall sehr, sehr strapazierfähig und trotzdem sehr formstabil. Zur Funktionalität eines Still-BHs ist ganz klar zu sagen, ist natürlich das Runterklappen der Cups. Das ist so die Hauptfunktion, die ein Still-BH eben bietet oder was ihn ausmacht. Und dabei ist ganz wichtig, dass die Clips, die ja zumeist auf dieser Höhe ungefähr angebracht sind, sehr einfach und schnell zu öffnen sind. Und das eben auch mit einer Hand. Denn eine Hand sollte man immer für das Baby frei haben. Das war jetzt auch schon alles Wichtige, denke ich, so vorab, was man zum Still-BH sagen kann. Dann gehe ich jetzt mal auf die einzelnen Modelle ein, die ich mir aussuchen durfte zum Testen. Wir starten mit dem Body Silk Seamless, das ist dieses Modell hier. Ich habe ihn mir in der Farbe Rosé ausgesucht, beziehungsweise offiziell nennt er sich Pink Eyes. Ich habe ihn jetzt in der Größe L, wie ihr das hier schon seht, da gehe ich jetzt auch gleich nochmal drauf ein. So, was macht den BH aus? Er ist zum einen nahtlos in den Cups. Das ist in der Schwangerschaft bzw. Stillzeit natürlich auch sehr, sehr wichtig, da Nähte an den ja, sehr empfindlichen Brustwarzen doch sehr schmerzen können. Die Cups oder generell das Material des BHs ist sehr weich und sehr dehnbar. Also er passt sich auf jeden Fall sehr an. Deswegen ist das auf jeden Fall ein BH, der in der Schwangerschaft auf jeden Fall auch schon tragbar ist. Ich habe ihn angefangen zu tragen im dritten Trimester der Schwangerschaft, da mir alles zu unbequem war und das war dann so die ideale Lösung für. Er sieht nicht mehr so ganz ansehnlich aus, also er hat einen leichten Grauschleier, denn ich habe ihn radikal unter jede Farbe der Bekleidung eben getragen, weil ich ihn eben nur in diesem Rosé hatte. Aber ein wirklich ganz, ganz toller BH, den ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann. Bei dem BH sind diese Schaumcups mit dabei, die kann man einlegen, wenn man möchte. Grundsätzlich ist das eine gute Idee, denn die kaschieren schlichtweg einfach die Brustwarzen oder die Stilleinlagen dann in der Stillzeit. Jedoch finde ich, sind die nicht für jede Größe tragbar, denn bei mir sah das so ein bisschen aus, als hätte ich eine Brust auf der Brust. So bis Cup C oder D, denke ich, sind die noch auf jeden Fall einsetzbar. Danach eher nicht mehr, um dann diesen Effekt eben zu vermeiden. Bei dem BH hat man eine sehr leichte Größenfindung, denn die Größen sind eingeteilt nach S, M, L und XL. Das richtet sich dann in dieser Tabelle, das kann man dann online auch nachschauen. Nach dem Umfang und den Cups ist man dann eben einkategorisiert eben in die entsprechende Größe. Ich kann den Body Silk Seamless im Grunde jeder Frau empfehlen, außer wenn sie eine sehr, sehr große Brust hat. Denn bei mir war das jetzt auch das Problem, ich musste aufgrund meiner Brust, also aufgrund der Cupgröße eben auf die Größe L ausweichen. Das war in der Schwangerschaft wirklich prima, wunderbar, super bequem. Aber jetzt in der Stillzeit ist er mir im Umfang einfach zu weit. Deswegen passt das so nicht ganz, würde ich sagen. Also für ganz große Brüste würde ich ihn jetzt nicht empfehlen, aber ansonsten ist er ein rundum gelungenes BH-Modell zum Stillen oder auch schon eben in der Schwangerschaft zu tragen. Da gibt es nichts zu bemängeln ansonsten. Die Stillclips lassen sich auch super einfach mit einer Hand eben bedienen, sind auch sehr stabil. Also ich denke nicht, dass die kaputt gehen und falsch bedienen kann man die Clips an sich auch nicht. Und das Tolle ist eben auch noch, dass man nach der Stillzeit im Grunde diesen BH, wie auch alle anderen, meine ich zumindest alle anderen auch, zu einem normalen BH umfunktionieren kann. Da ist so ein Kit eben dabei, da ist dann genau beschrieben, was man an dem BH dann abschneiden muss und wo man diese Elemente eben dann dran macht. Und dann ist der BH ein ganz normaler BH ohne Stillfunktion. Dann kommen wir zum zweiten Modell, das ich testen durfte. Ich habe mir den Bliss ausgesucht. Das ist dieses Modell hier. Ich habe ihn mir in Schwarz ausgewählt, da ich dachte, ich nehme einen hellen eben.
und einen dunklen, also einen schwarzen. Den habe ich aber in der Schwangerschaft nicht getragen, denn der war mir da viel zu kompakt, muss ich sagen. Wobei auch hier diese BH-Erweiterung dabei war. Also ich hätte ihn rein größentechnisch schon tragen können, aber mir war er zu kompakt. Aber das ist eine Geschmackssache. Grundsätzlich kann man den auch in der Schwangerschaft tragen, wenn man das möchte, vom Gefühl her. Das ist ja was ganz Individuelles. Generell sind die Cups nämlich auch so, dass die sich anpassen, aber das habe ich dann erst in der Stillzeit festgestellt, da ich ja eine kleine Abneigung gegen diesen BH von Anfang an so ein bisschen hatte, muss ich gestehen. Aber es hat sich herauskristallisiert, dass ich das Modell wirklich liebe. Ich habe mir den dann eben auch, also ich habe ihn, wie ihr seht, in Schwarz zum Testen bekommen. Es ist auch ein Modell, das einfach ein bisschen schicker ist. Er hat einen leichten satinierten Glanz ebenso, die Oberfläche, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich denke schon. Und hat eben auch diese Spitzenelemente hier einmal. Und der Träger, der ist auch eher ein Schmuckträger mit ein bisschen was dran. Und ja, es ist eben nicht so dieser altbackene Still-BH, den man so von früher vielleicht noch so kennt. Wobei die Still-BHs von Bravado alle schön sind. Also da gibt es nichts zu sagen. So, und weil ich das Modell eben so toll finde, habe ich es mir dann noch gekauft. Und zwar bei Babywalstern, weil auf der Seite von Bravado irgendwie der Online-Shop nicht verfügbar war zu dem Zeitpunkt, als ich eben den bestellen wollte. So, ich habe ihn mir jetzt eben noch in hell bestellt, weil ich ihn wirklich ganz, ganz toll finde. Die Cups, die passen sich wirklich ganz, ganz toll an, habe ich dann eben festgestellt in der Stillzeit. Erst dachte ich so, oh, auch die Passform an sich so vom Cup her, das ist nicht ganz so meins. Aber wir testen das mal und dann werden wir unser endgültiges Urteil fällen. Und mein Urteil ist wirklich sehr positiv. Ich mag ihn total und ich bin froh, dass ich angeschrieben worden bin von Bravado. Denn ich denke, ich hätte mir nie einen BH von Bravado gekauft, weil es sie, glaube ich, stationär so im Handel auch noch nicht gibt. Und sowas, ja, möchte man ja gerne vorab auch mal probieren, bevor man das kauft. Aber heutzutage ist es ja im Grunde auch kein Problem mehr. Man bestellt verschiedene Größen und das, was nicht passt, schickt man zurück. Ja. Auf jeden Fall, was kann ich noch zu dem Modell sagen? Es hat eben diese vorgeformten Cups, die wirklich sehr einfach und leicht sich eben nach unten klappen lassen und überhaupt nicht beim Stillen stören. Die Clips sind auch hervorragend zu betätigen mit einer Hand, dass man eben die zweite für das Baby hat. Und generell, es ist einfach ein BH, der ein bisschen kompakter ist, somit auch deutlich mehr Halt bietet im Vergleich zu dem Body Silk Seamless. Im Grunde kann man die beiden BHs auch überhaupt nicht vergleichen. Die sprechen zwei unterschiedliche Kundinnen mit einem unterschiedlichen Bedarf an. Von daher, ja, für mich auch ein rundum gelungenes Modell. Ich trage ihn sehr, sehr gerne. Die breiten Träger sind optimal. Sie bieten super Halt, entlasten den Rücken. Und das Tolle ist eben auch, er hat so ein, wie soll ich sagen, ich zeige euch das mal an dem Helm. Am Helm sieht man das bestimmt besser in der Kamera. Wie man sieht, das sieht hier so aus, als wäre hier ein Bügel eingearbeitet, aber das ist es nicht. Also da ist nichts drin, das ist einfach so vorgeformt und das formt die Brust zusätzlich auch nochmal ein bisschen, aber drückt nicht ein, sodass jetzt da kein Milchstau oder sowas entstehen könnte. Das Modell gibt es in drei Farben, eben in dem Creme, das ich euch gezeigt habe, in Schwarz. Und in der Farbe Chai, das ist eher so was in Richtung Haut. Den hätte ich auch gerne gehabt, aber der war nicht verfügbar da, wo ich den bestellt habe. Deswegen habe ich dann eben auf dieses Ivory zurückgegriffen, dieses Creme. Das Modell ist von 75 bis 90 verfügbar und von den Cupgrößen BC bis HI. Das sind immer Doppelgrößen. Ich habe da jetzt schon das größte, also 75 HI trage ich da jetzt. Generell muss ich noch dazu sagen, finde ich jetzt persönlich, dass der ein bisschen kleiner ausfällt. Also gut, ich meine, die einzelnen Hersteller schneiden ja auch ein bisschen unterschiedlich. Bei meinem Mary Jo zum Beispiel, den BH, den ich auch noch dann in den ersten zwei Trimestern in der Schwangerschaft dann getragen habe, also den habe ich mir in der Schwangerschaft auch gekauft, da hatte ich F. Und der passt mir jetzt im Grunde auch noch, weil sich selbst mit dem Milchanschluss bei mir gar nicht so viel getan hat, ulkigerweise, obwohl ich genug Milch habe. Wie auch immer. Aber ja, und hier bei Bravado habe ich jetzt eben HI, der passt optimal, also dürfte auch nicht kleiner sein. Von daher würde ich schon sagen, fällt er generell etwas kleiner aus. Also das sollte man vielleicht auch noch bei seiner Bestellung berücksichtigen, wenn man sich für einen Bravado BH entscheidet.
Auch der Bliss-Still-BH ist nach dem Stillen zu einem normalen Still-BH umzufunktionieren. Also da ist auch wieder eben dieses Kit dabei mit der Anleitung, Erklärung, wie auch immer das funktioniert. Ja, generell durch diese Schaumcups kaschiert er natürlich wieder so die Brustwarzen oder eben auch die Stilleinlagen, die man benötigt, wenn man welche trägt. Ja, also ein rundum gelungenes Modell. Ich finde beide Modelle sehr toll. Ich hätte auch gerne den Body Silk Seamless, den hier gerne jetzt auch noch getragen. Also wenn, dann trage ich den noch so nachts vielleicht mal, wobei ich ja meistens jetzt eigentlich gar keinen Still-BH mehr nachts trage. Ja, der ist mir einfach so für tagsüber oder so einfach jetzt vom Umfang her zu weit. In der Schwangerschaft war das super, aber wie gesagt, diese Größenproblematik ist da jetzt leider gegeben. Es gibt auch BHs von Bravado bis zur Cupgröße JK. Das ist zum Beispiel das Modell Sublime Nursing Bra oder so heißt der, glaube ich. Also ich denke, generell werden einige Frauen bei Bravado auf jeden Fall fündig. Zum Preis ist noch zu sagen, die liegen alle so bei um die 50 Euro rum. Das muss man generell, denke ich, für einen guten BH auf jeden Fall investieren, ob das jetzt ein Still-BH ist oder nicht. Ich habe zumeist an sich auch immer mehr ausgegeben. Meine BHs lagen bisher eigentlich mehr so bei 70 bis 80 Euro von Mary Jo. Die sind ein bisschen preisintensiver. Also bei 50 Euro liegt man, glaube ich, ganz gut. Und das sind sie auf alle Fälle auch wert. Preis-Leistung passt da auf jeden Fall echt. Also Daumen nach oben. Ich bin sehr zufrieden. Ich wiederhole mich da gerne. Ich bin froh, dass sie mich angeschrieben haben, weil ich sonst nie, glaube ich, an einen Bravado BH dran gelaufen wäre. Ich verlinke euch einfach auch mal noch den Online-Shop oder die Seite von Bravado. Die haben nämlich viele verschiedene tolle BHs. Es gibt auch noch einen mit ein bisschen Spitze, der mich sehr interessiert. Der wäre noch mal ein bisschen noch schickerer als jetzt der Bliss. Ja. Muss ich mal gucken. Also ich verlinke euch den auf jeden Fall und wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich was vergessen habe, wie immer, schreibt das gerne in die Kommentare und ich beantworte das. Ja, und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr bis dahin noch dran geblieben seid und nicht abgeschalten habt und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.